Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum im Finale. Ja, wir beginnen hier direkt im Hauptmenü, denn jetzt kommt eine ziemlich lange Zwischensequenz, die ich nicht unterbrechen wollte. Also, viel Spaß. Finale! Die Anstalt von Arkham bleibt verriegelt. Ihr Personal unterliegt der Gewalt der randalierenden Insassen. Vor 10 Minuten haben wir diese aufgezeichnete Nachricht erhalten. Schöne Grüße, Gotham! Hier ist Joker! Arkham gehört mir! Bald schon werde ich dem unsagbaren Wahnsinn auf den Straßen Gothams freien Lauf lassen. Aber richtet eure Augen zuerst auf die Hausdächer und werdet Zeuge der endgültigen Zerstörung eures geliebten dunklen Ritters. Wir haben den Turm umkreist seit... Warten Sie! Da! Joker führt seine Aktion durch! In einem Kampf auf Leben und Tod. Und nur für eine einzige Nacht heißen Sie bitte unseren außergewöhnlichen Gastschiedsrichter willkommen! Na los, komm schon! Verändere dich! Dreh durch! Das ist der einzige Weg, mich zu schlagen! Du weißt, du willst es. Niemals! Du hast das Gegenmittel an dich selbst verschwendet? Na, das ist doch mal witzig! Sehr witzig! Aber du hast mir trotzdem den Spaß verdorben. Dafür werde ich Arkham mit deinem Blut bemalen. Let's get ready to tango! Ja, Leute, herzlich willkommen zum Finale von... Zum Finale von Batman Arkham Asylum. Wir kämpfen gegen Titan-Joker. Entschuldige mich, Bats. Ah, der hat uns schon 2 Schläge verpasst. Oh Gott, das ist schon eine Menge abgezogen. Ja. Ah, jetzt wirft er natürlich hier seine Ausschussware mit hier rein. Du schreist immer noch. Ich schreie nicht. Warum? Das ist ein Finale, da muss man ein bisschen emotionaler sein. Da kann man doch ruhig mal zum Ende sein. Es waren zumindest so über 50 Folgen. Zack. Und zack, können wir nochmal alle unsere Tricks... Können wir nochmal alle unsere Tricks im Nahkampf hier anwenden. Moment. Ah. Okay, wir müssen den Gordon runterholen. Ah. Wird euer letzter sein? Nein. Upsi. Ich vertickt, Entschuldigung. Ja. Keine Sorge, das wird schon werden. Tack, tack. Wir müssen aufpassen vor diesem Scherzgewissen, die da noch ein kleines Update bekommen haben. Jetzt können sie sich noch explodieren. Glück, scheiden sie auch noch die anderen zu verletzen. Logischerweise. Ja. Zieht euch mal den Joker an, ne? Das sind Trennungsstreifen. Das sind Dehnungsstreifen. Okay. Natürlich den Ultra-Backlog. Ja. Das tut man halt so als Bösewicht. Jetzt ziehen wir ihn erstmal runter. Oh, da hat er sich festgepinnt im Boden. Das hinter mir haben, reiß ich dir deinen verdammten Reden. Kopf ab, nein. Tap, tap. Und zack. Wir müssen nur noch 3-mal treffen. Zeig mir deine besten Schläge, Bats. Zeig dir nicht meine besten Schläge, ich zeig dir meine Kehrseite. Oh, Vorsicht. Ja, wir haben natürlich wieder Energie zurückbekommen. Können wir vielleicht mit dem Batarang ein bisschen trollen? Nein, schade. Ja, das ist ein bisschen ein epischer Kampf, ne? Im Vergleich zu allem, was wir jetzt in den letzten 50 Folgen als erlebt haben. Ich glaube, es gibt eine einstimmige Entscheidung. Vorsicht, wie dieser.
Vor den diesen Paketen sollten wir lieber aufpassen. Und zack. Achtung. Ah, in der Perspektive muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Ah, das war ein Style. Ich hab's abgewartet, bis es... Ach nee, dem... Ach, der Messerhub. Der Messerhub, ja, den muss man natürlich erstmal stunnen. Apropos Goffin, in der letzten Folge... Nein, in einer Folge von meinem Shadow Warrior, der hat mal gefragt, wie er Goffin die Serie findet. Das würde mich auch mal interessieren. Ah. Ach, Joker, dieser kleine Egomane. Ah, natürlich hält ich das auf. Denn die Schwerkraft war sein Feind. Na? 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 Fällt er? Fällt er? Fällt er? Nein. Okay. Kommt rein, Jungs. Ach, was soll's. Mach ihn für mich fertig. Ja. Zack. Zack, zack. So funktioniert... Moment. Zack. So, jetzt ist dieser Typ mit seinen Messern ins K.O. Jack Ryder, kannst du mich hören? Ich habe eine Nachricht. Jack Ryder hat übrigens in einem schwereren Spiel eine etwas größere Rolle, aber das ist jetzt doch wert zu Spoiler. Los, komm runter zu mir. Bam! Dafür wirst du sterben, Bats! Ich glaube nicht. Zack. Und bam! Oh! Besonders schön, der ist die Teile zu, auf den man achten kann, dass ihnen auch noch die Rippen rausstehen. Hm. Ah, aber seine Krallen haben eine recht hohe Reichweite. Haben wir vielleicht etwas, mit dem wir ihn... Nein, ich glaube nicht. Okay, Kryptografen-Sequenzer und so weiter. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay, wenn jetzt mit jeder Zuge an Gegner immer neue Gegner hinzukommen, dazu welche, die wir schon mal getroffen haben. Zack, zack. Danke sehr, Joker, dass du mit deinem Scherzgewissen auch noch deine eigenen Leute K.O. schlägst. Oh, alle Knarren. Ja. Bam. Bam und so. Yeah. Und immer wird die Hintergrund quasi benutzt, ohne es zu merken. Oh. Böses. Böses Kindchen. Oh, böses Bübchen. Okay. Na komm. Ergebe ich der Schwerkraft, Joker. Oh. Ich kann's vertragen. Ich kann alles einstecken, was du austeilst, Bats. Du kannst mich nicht besiegen. Ich werde gewinnen. Bereit zur nächsten Runde? Immer. Was? Ich werde dich niemals gewinnen lassen. Niemals. Autsch. The Bigger Bang. Hätte mal ein Anti-Joker-Spray benutzt. Dad, Gott sei Dank, ich war so besorgt. Mir geht's gut, Barbara. Das GCPD kontrolliert endlich die Anstalt. Die Ärzte behandeln die Verletzten, aber so wie es aussieht, dauert das. Alle Superverbrecher sind wieder in Haft. Ah, Zwischensequenz. Da herrscht ein ganz schönes Chaos. Und die durch das Venom veränderten Insassen werden wieder normal. Obwohl für manche der Prozess schmerzhaft wird. Wenn sie wieder morgen noch kräftig zubeißen können. Wir sehen uns heute Nacht, Barbara. Blöde Sache, das mit deinem Auto. Kann ich dich mitnehmen? Danke, Jim. Ich komme alleine klar. Schlag den Joker einfach zusammen. Das ist die Zwischensequenz, das Ende. Echt? Ja. Und sag doch was. Ich hab Zwischensequenz geflüstert.
Puh. Ja, Leute, das war Batman Arkham Asylum, das Finale. Batman created by Bob Kane. Yes, das war's. Nach über 50 Folgen Batman Arkham Asylum Let's Play ist es eigentlich zu Ende. Oder endlich. So schlimm war es eigentlich gar nicht. Denn, doch, was? Nein, denn in der Rückschau betrachtet, also an sich für das Spiel jetzt vielleicht Rückblick. Nicht rückblickend betrachtet, war es doch recht gut. Für mich jedenfalls, weil ich könnte mir darin auch lernen, wie man ein Let's Play, was man macht und was man so macht. Ne? Diese Fehler, kleine Fehlerchen haben wir gemacht, aber wir haben daraus gelernt. Ich habe 40 Folgen das Swit gehört, Leute. 50 Folgen. Über 50 Folgen. Ich mitgehört. Ja, ja. Es wäre beinahe ein 100% Run geworden. Oh ja, hier kann man nochmal schön die in Auto, die Styles der Konzeptartist, der Artist sehen. In Schwarz-Weiß, sehr schön gehalten. Hast du nicht vergessen zu sagen, dass der Riddler verhaftet wurde? Ja, diese Sequenz wurde leider, war leider nicht offscreen. Nein, die war offscreen, weil, wie gesagt, ich habe ja die ganzen. Eigentlich war es ja nicht geplant, die ganzen Riddler-Trophäen zu sammeln. Eigentlich wollte ich wie die alle anderen Let's Player, die es schon vorher gespielt haben, die ich aber zu oft erwähnt habe. Ihr kennt die Folgen. Was, German Let's Play? Nein. Okay. Jemand anders, der 10 Jahre jünger ist als ich. Zombie? Nein. Luxa Klink? Nein. Gronk? Nein. Sarazar? Gronk eher 10 Jahre älter. Kannst du alle in die Text packen? Ja, kann ich. Das sagt man doch nicht offiziell. Mann, das Intro. Das Auto ist nicht lange, wir können nicht lange reden. Also, glaube ich zumindest. Und, ich hoffe, dieses Let's Play hat euch auch so gefallen wie mir. Und ja, ich wollte eigentlich diese Riddler-Trophäen eben nicht finden. Das war ich von Anfang an nicht so gedacht. Ich wollte eigentlich, wie es eben die Let's Player oder der Let's Player gemacht hat, die ich mir das Video damals angesehen habe, wollte ich eigentlich liegen lassen. Nur, nee, die nehmen die auf den Weg belagen. Aber. Naja, ich habe ihn angemeckert. Nein, du hast mich nicht angemeckert. Nein, ich habe gesehen, dass halt jede einzelne Riddler-Trophäe 200 EP bringt. Was schon ungefähr, ja, das Doppelte ist, was man von Kampf gegen so drei normalen Riddler Henchmen bekommt. Und das ist schon ordentlich, ganz schön ordentlich, wenn man so bedenkt, ne? So 10 Stück, 5 Stück. Wir haben ja, wie gesehen, alle Upgrades bekommen. Und auch alle, ja, also nicht nur die von der Story, sondern halt auch die, die man freischalten kann. Dieses leichte RPG-Feeling, was die Features hier eingebaut haben, war auch eine sehr, finde ich, eine gute Idee. Nur stumpfes Adventure, eher. Adventure, ja, RPG-Adventure, ja. Das Freischalten unterscheidet sich kaum von Venetica oder von anderen Adventures à la Zelda. Ja, heutzutage wird ja auch alles. Nee, heutzutage, Spiel ist von 2009, aber in der Zeit wird ja heutzutage alles gemixt. Du brauchst ein bisschen wie heißt das Wort? Du brauchst ein bisschen Open World, du brauchst ein bisschen Rollenspiel, du brauchst ein bisschen Action, du brauchst Puzzle. Ne? Ja. Aber in dem Fall. Das nennt man auch Metroidvania. Deswegen heißt es auch in Steam in den Text Metroidvania. Und dann aufgeführt zu Batman Arkham Asylum. Und in diesem Fall ist es eigentlich eine gute Mischung gewesen. Es war nicht zu viel, es war nicht zu wenig. Und der Detective-Modus war viel zu mächtig. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, das Spiel komplett mit dem Detective-Modus durchzuspielen, aber ich glaube, das wäre zu lame und würde auch wahrscheinlich ziemlich kacke ausschauen. Ist das alles so schön blau hier, nach dem Motto. Und was hast du jetzt als nächstes als Projekt geplant? Geplant? Logischerweise wäre natürlich, was käme nach Arkham Asylum? Warte, mir liegt es auf der Zunge. Na? Ist es, Arkham City? Vielleicht. Möglicherweise. Es wäre logisch. Oder Gotham Stories. Was rede ich? Du meinst gar. Hast du auch erwähnt, auf welchem Comic, dass das Videospiel auf einem Comic basiert? Man sagt nicht Comic, böses Fuimund-Eike. Man sagt Graphic Novel. Ist mir doch egal. Oh, scheiß Nerds. Du weißt doch, was der Unterschied ist zwischen einem Comic und Graphic Novel. Graphic Novel. Das ist Englisch und heißt Bilderbuch. Ja. Graphic Novel ist halt Comic, nur halt wie sagt man? Bilderbuch. Nein, bleibt Bilderbuch. Anspruchsvoller. Anspruchsvoller. Die sollen nicht so tun, das sind Typen in Strumpfhosen, die sich mit anderen Typen in Strumpfhosen kloppen. Und es ist ein Hardcover. Das macht es schon fast zu einem Buch. Würden jetzt die Hardcore-Comic-Nerds sagen. Ja. Lest lieber Goethe. Was ist mit Viva Vendetta? Ist das einfach scheiße? V wie Vendetta. Oder, was ist damit? Oder Watchmen? Das ist ganz nett, aber es ist nichts Besonderes an sich.
Es sind nur ein paar Helden, die einen dreckigen Touch haben, aber ansonsten ist da nichts Tolles dran. Das ist halt von so typischen Pseudophilosophen, die glauben, sie hätten mit ihrer Sichtweise die Welt durchschaut. Genauso wie die ganzen Creepypasta-Autoren. Ich frage mich, wie die Watchmen auf der anderen Seite aussehen würden. Das wäre mal interessant. Die Blind Man? Nein, Watchmen UdSSR. Oh, das ist interessant. Ja. Das wäre interessant gewesen. Ja, Dr. Manhattan ist doof. Du meinst der Schlumpf? Ja, der Schlumpf. Der alles kann, der ein Gott ist. Ja, ja. Der eigentlich alles kann. Ja, stimmt. Ja, nein, er kann alles. Er ist ein Gott. Er ist ein. Wie heißt das? Ein Überwesen? Gottwesen? Ja, er ist ein Gott. Ja. Er ist ein Gott. Er ist tatsächlich ein Gott. Er kann alles. Ja. Er kann auf dem Jupiter leben, er kann die Naturgegebenheiten dort ändern, er kann Leute dort atmen lassen, einfach weil. Ja. Er kann es einfach. Nur nicht richtig in die Zukunft gucken, das konnte er nicht. Ja. Das ist ja dämlich. Sehr. Okay, ja, und dieses Spiel basiert eben auf die Grafiknovel Arkham Asylum. Auf dem Comic. Wer hätte es gedacht, ne? Arkham Asylum, ein düsteres Haus in einer düsteren Welt. Irgendwie von Anfang 80er. Nein, 90er. Furious? Ich dachte, Furious heißt ein ernsthaftes Haus. Ja, das liegt wohl an der Übersetzung. Aber es klingt wahrscheinlich komisch. Ernsthaftes Haus. Ernst? Ernst ist es da, ja. Klapsmühle. Denn wie man dann in dem Spiel gesehen hat, ernsthaft ging es hier gerade nicht zu. Sieht man ja schon an Killer Croc, der mehr so ein Krokodilmutant war. Ist. Mehr Krokodilmutant war als Zirkusfreak mit dieser Krokodilskrankheit. Ich wette. War es besser oder war es schlechter? Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ich fand vielleicht ein bisschen über too much, ein bisschen übertrieben halt. So 3 Meter groß und mit Riesenzähnen und all das. Da fand ich irgendwie diesen etwas simpler gehaltenen Croc aus der animierten Serie von Anfang 90er, der halt Was ein bisschen. Was ist dir lieber? Der Comic Batman oder der Nolan Batman? Das ist schwer. Nein, das ist nicht schwer. Der Comic-Batman, weil der over the top ist und total klasse ist. Ja, aber der betreibt es schon ein bisschen. Nein, das ist doch das Gute. 60er-Jahre-Batman ist sogar noch besser. Nein. Ich bin Adam West aus dem Fernsehen. Könnt ihr mich retten? Adam West. Ja. Ach ja. Oh, müsste ich jetzt eigentlich wie Gronkh jetzt all die ganzen Kritiker hier vorlesen? Warum? Nee, er nicht. Du bist doch nicht Gronkh. Nein, ich bin nicht Gronkh. Warner Bros. Entertainment, TC. Ja, stimmt. Also, wie fandest du das Gameplay bisher? Sehr gut. Es war sehr flott. Hat man bei deinem Endkampf gegen die zwei Typen mehr erlebt? Ja. Da war ich ein bisschen... Er hatte vorher schon eine Aufnahme. Er war nur noch am Schreien nach der Aufnahme, Leute. Ja, ich war ein bisschen, wie sagt man? Ich war ein bisschen erregt. Nein. Du warst nur noch am Schreien. Er hat das 8-mal versucht, bis er es endlich geschafft hat. Hast du auch nicht erwähnt, dass du die Typen offscreen platt gemacht hast? Shit! Und ich bin auch scheißböse, dass ich nicht 100% alles gefunden habe. Wie zum Beispiel diese eine letzte, wie heißt das? Secret. Riddler-Trophäe? Nein, nicht Riddler-Trophäe. Die habe ich alle gefunden. Riddler-Trophäe habe ich alle gefunden. Mark Hamill ist der Joker. Wer ist Mark Hamill? Luke Skywalker. Genau. Das weiß man. Das war letzte... Arkham Ghost Rätsel habe ich leider nicht gefunden. Das war ja leider so ein, wie ich leider gesehen habe, so ein in der Zelle, wo der Direktor saß. Nee, in diesem Überraschungsraum. Das war im Boden ein Graffiti quasi. Nee, ein, wie heißt es? Eine Bodenplatte? Nein, keine Bodenplatte. Wie heißt das, was man auf dem Boden malt? Eine Verzierung, ein Graffiti. Ja, was, wie heißt das in Griechenland? ich weiß, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich sag's aber nicht. Ein Fresko. Ein Freske? Nein, eine Freske? Passt das? Ach, egal. Jedenfalls war es halt am Boden und man hätte das scannen müssen. Naja. Oh, jetzt kommt sogar auf der Frenchcast, wer den Französisch geredet hat. Oh, Französisch. Wie klingt Französisch? Bonjour. 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 Ich bin... Bonjour. Mais le Batman. Ich habe jetzt einfach mal Kurt Mirror eingebaut, aber die schon merkt. Ach so, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's verstanden. Nvidia, das auf meiner Grafikkarte nicht mehr funktioniert. Zumindest Physics. So, der Physics funktioniert auf der Grafik auf einer AMD. Nur ruckelt es stark. Ja, da geht die Framerate um die 20 sogar oder 40, von 60 auf 20 runter oder noch weniger. Wenn ich bei Borderlands bei mir das mache, dann ist 20 Frames. Dann ruckelt das wie die Hölle. Also, wie gesagt, guckt euch vielleicht mal um nach
Arkham Asylum, ein düsteres Haus in einer düsteren Welt. Als ich das mal schnell gegoogelt habe, habe ich leider nur komischerweise auf dem deutschen Amazon nur die englische Version gefunden. Noch eine letzte abschließende Sache. Möchtest du noch Leuten danken? Ja, dir. Mir? Wieso? Weil du immer gesagt hast, du machst Scheiße, mach es besser, und ich habe es dann besser versucht. Ja, sehr gut, nicht wahr? Ja, und ja, ich bin toll, Leute. Die Bewertungen sind immer noch aus, damit der blöde Disliker weggeht. Ja, und Unreal Engine, ja, gute Grafik, kann man auch sagen. Die wird ja auch bis heute noch benutzt. Ja, wie immer. Ja. Die Unreal Engine 4 ist schon draußen, damit wird das nächste Batman gemacht. Aber erst kommt jetzt, ich glaube, jetzt kommt der Abspann. Ich glaube, da kommt noch was. Psst. Da ist der Crash. Da-da-dam-dam! Glückwunsch, du hast deinen gepanzerten Batsuit für die Herausforderungsmodus freigeschaltet. Yay! Ja. Das Ende. Fragezeichen? Obwohl? Natürlich ist es nicht das Ende. Das ja. Let's Play geht weiter. Genau, aber das ist in einem anderen Spiel. Wie immer, nicht wahr? Ja. Also, wie gesagt... Also, abschließendes Fazit. Eine Zahl von 1 bis 100. Was würdest du Arkham Asylum verpassen? Wenn 1 schlecht ist und 100, beste? Wie immer, nicht wahr? Ja, das sehen ja andere mal so. Würde ich sagen, 90? Ernsthaft? 90, 89? Obwohl du so viele Probleme hattest? Ich meine, das Spiel insgesamt. Nicht nur das LP, das Spiel an sich. Dann würde ich sagen, 90, 85, so in den Dreh. Kann man noch geben, ja. Obwohl es schon 5 Jahre alt ist. Naja, damals, meine erste Gamescom habe ich gesehen, ja. Naja, schön. Ach ja, okay, und jetzt haben wir einen gepanzerten Betsy für die Herausforderung, aber die werden nicht offline spielen, oder offscreen besser gesagt, weil ich glaube, es wäre ein bisschen lahm. Was bleibt noch zu sagen? Beste Batman-Film? Der beste Batman-Film? Der erste Batman-Film. Der erste Batman-Film von Tim Burton. Mit dem Joker, mit Jack Nicholson. Bester Joker im Film. Und ich dachte jetzt, du sagst der mit dem Haispray. Nein. Das war nicht der erste. Nein, es gab ja auch in den 40ern so einen, aber das war eher sowas Schwarz-Weiß-Dingens, das keiner mehr kennt. Cesar Romero ist auch ein toller Joker gewesen. Ja. Was war es denn? Joker? Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger und demnächst ist es Jared Leto. In The Suicide Squad. Ja. Oh nee. Ja. Naja, der Joker ist wie eine Figur aus einem Shakespeare-Stück. Den kann man immer interpretieren. Wie man will. Ob's gut ist. I'm a Joker, I cannot die. Wird er auch nicht, weil er ist wie Prinzessin Moriarty. Alter, das war ein Fan. Hey, Hand, ich hab Prinzessin jetzt die Hand. Prinzessin Moriarty, du ich bist mein, gut. Ich meinte Professor Moriarty und Sherlock, der geht nie, die gehen nie tot. Ja, weil sie ein und dieselbe Person sind. Genau wie Joker und Batman, Anti und These und so, weißt. Okay, also Leute, ich danke euch für 50 Folgen Batman Arkham Asylum. Und was bleibt noch zu sagen? Ende. Nein, ihr seid Batman. Ich bin Batman. Du bist Batman. Wir sind Batman. Ciao. Alles, was da ist, ist Batman. Dieser Tisch da ist Batman. Jetzt übertreibst du. Oh, verdammt. Okay, also, wir sehen ist uns dann... Ist das Headset Batman? Nein, das ist... Was ist das? Es ist Speedlink, okay. Ja. Gute Technik und spielt das Spiel lieber mit Xbox 360 Controller. Tastatur ist eher so, okay. Also, Leute, wir sehen uns dann in den nächsten Part... nicht nächsten Part, im nächsten Spiel. Ihr wisst welches. Und ich danke euch fürs Zusehen und bis dann.